Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute über die aktuelle Fusion reden. Sie läuft bei mir aktuell schon, da der Helper heute auf jeden Fall für euch noch online gehen wird. Keine Sorge. Ich werde gerade immer zugeschrieben. Ja, was mit dem Helper, was mit dem Helper? Er kommt. Ich kann es nicht anders sagen. Denn wenn ihr guckt und ihr wollt den Helper sehen, da guckt, er läuft. Bei mir farmt er gerade den Drachen. Kleine Side-Note. Er kommt. Ihr könnt euch drauf freuen. Dieser, bei mir farmt er den Drachen. Aber ich möchte mit euch heute, wie gesagt, über die Fusion selber reden. Diese Fusion selber ist natürlich gestern im Test ein bisschen, naja, rumgekommen, liegt aber daran, dass aktuell ihre Passive nicht richtig funktioniert. Es gibt da einen kleinen Bug, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar, wenn ihr vom Boss getroffen werdet, bekommt ihr zwar den Heal, aber sie bekommt die Lebenspunkte nicht. Achtung, bupp, dann hat sie 0 Lebenspunkte. So, wo sind die 50% Lebenspunkte hin? Das macht sie in meinen Augen ein bisschen schlecht für diesen aktuellen Stuff, den ich eigentlich benutzen will, weil klar, wenn sie dann ständig Hits bekommt und nicht richtig funktioniert, komisch ist dann, wenn sie 2 Hits bekommt, also sprich, sie kriegt einen Hit auf 40% und dann nochmal den Hit, dann kriegt man die 50% Heal. Das heißt, irgendwie gibt es da noch einen Bug drin. Und ich muss sagen, dass ich gestern viel im Feinheit rumgetestet habe. Wir haben da nicht wirklich auf die Schnelle, muss man sagen, geschafft, ein Team zu bauen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich den Plan anschaut, ist der relativ okay, der Fusionsplan. Wir haben ein Champion Training Tournament, ein Dragon Tournament und das Dungeon Diver Event gleichzeitig. Wir haben dann das Ice Golem Event, das Dungeon Diver Event und den Anfang vom Finite und den nächsten Champion Training Event wieder für das Dungeon Diver 2. Und so geht das durch. Das heißt, die Events sind alle zusammen. Wir haben einen Summon Rush. Das ist der aktuell aktiv ist. Dazu muss ich kurz gucken, ob wir die News schon veröffentlichen dürfen. Wie spät haben wir denn überhaupt? Ja, das dürfen wir. Wenn ihr das Video seht, dürfen wir es. Also, es gibt, und das passt natürlich bei vielen jetzt in den Pool rein, ne? Wenn wir uns jetzt anschauen, dass es bisher in diesem Splitter-Event immer irgendeinen Champion nicht gab, den man für Lady Mikage brauchte, und ich ja gesagt habe, dass mit Lady Mikage zusammen dieser Champion super funktioniert, weil immer wenn Lady Mikage hier eins macht, greift unser Xenogre, also unser Fusion-Champ, mit an. Es kommt ein Event, ein 15-fach bis 25-fach Event. Ihr wisst, wie das ganze Ding funktioniert. Und zwar gibt es einen Slot und es gibt dort einmal den Archer. Das ist in meinen Augen der aktuell mit einer der besten aus diesem gesamten neuen Pool. Ich gehe mal schnell über meine Dings rüber. Es geht schneller. Gehen wir mal schnell hier hin. Den getestet gestern. Es gibt auf jeden Fall noch ein Video darüber, warum dieser Champion so phänomenal gut ist. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und zwar reden wir von ihr. Sie ist ein absolutes Biest an der Hydra. Das liegt einfach daran, dass sie auf 3 Runden CD einen Geschwindigkeitsverringer applied und auf 3 Runden CD provoked mit 2 Runden Uptime bei Bossen und 3 Runden Hex. Mega. Das pusht ihren Damage, das pusht den Team-Damage. Macht super für Autofights, da sie mit jedem Hit 10% die Verbündeten heilt, wenn sie Gegner angreift, die Hex unterliegen. Mega-Kit, wirklich. Funktioniert einwandfrei. Absolut Biest. Auf jeden Fall empfehlenswert für jeden. Das heißt, sie gibt's in dem Slot. Dann gibt's Valkyrie. Also, Valkyrie brauche ich jetzt nicht zeigen. Valkyrie kennt jeder. Oder würde mich jetzt wundern, wenn ihr Valkyrie nicht kennt. Weiß jeder, wovon ich rede. Dann haben wir Alatreon. Tatsächlich ist der mit in dem gleichen Pool drin. Was ich nicht gut finde, zumal Alatreon auch in einem Ingame-Event kommen wird. In welchem Format, das weiß ich nicht tatsächlich, aber er soll auch in einem Ingame-Event kommen. Und zwar reden wir von ihm hier. Haben wir auch getestet, bin ich auch sehr angetan von diesem Champ, da Defense-Steiger und Schild plus Blocke-Debuffs-Buff kommt, ja, und gibt. Und das ist geschützt an Bossen. So, dann haben wir Shemnaz, Way, Ruhe, Fatalist, das ist der andere. Der ist absolut, naja, nicht gut. Bin ich nicht von begeistert. Die Community ist auch nicht von begeistert. Ist niemand von begeistert. Tovolt und Hegemon. Also relativ viele legendäre Champs, die da drin sind. Persönlich würde ich euch empfehlen, Archer zu holen. Weil die gibt es nur in diesem Event und Alatreon. Laut Plarium kommt es auch noch in einem Ingame-Event. Archer aber nur über Splitter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lasst mich kurz gucken. Die Infos für die ganzen Events gebe ich euch natürlich immer logischerweise exklusiv. Und wir haben Alatreon, gibt es in Charts und In-Game-Activities, also ja. Und Archer aber auch. Okay, gut. Dann ist die Frage, welche man nimmt. Beides dasselbe.
Aber jetzt kommen wir. Wir haben einen Champ. Und zwar spreche ich es deswegen an, weil jetzt öfters mal die Aussage kam, ja, Fabi, mir fehlt für das eine Splitter-Event Aeshma. Oder Aeshma, oder wie der gesprochen wird. Ich weiß nicht, wie er ausgeschrieben wird. Keine Ahnung, wie der heißt oder wie das richtig geschrieben wird. Das ist die Lady von den Ritter-Wiedergängern. Wartet mal kurz. Das ist sie da. Sie gibt es ebenfalls in diesem 15-Fach-Event. Das ist mega gut, weil den fehlt vielen für die Mikage-Fusion. Das kommt definitiv dazu. Auf jeden Fall. Jo, das werden wir mitnehmen. So. Also dann kommen noch ein paar andere Champs dazu, die seht ihr dann natürlich. Aber deswegen wollte ich euch sagen, also diese Fusion, kommen wir ja zurück zur Fusion, sind wir voll abgeschwiffen, aber ist egal. Trotzdem wollen wir das natürlich machen. Wenn wir jetzt wieder auf diesen Fusionsplan gehen, dann, also kann man sagen, dass diese Splitter-Event, das erste Summon Rush, auf jeden Fall empfehlenswert ist. Das heißt, man kriegt empfehlenswerte Champs, plus natürlich dann für die Fusion zu machen. Also das ist okay. Und die Artefakt-Enhancements sind immer nach dem jeweiligen oder kurz vorm Ende des Dungeon-Divers. Also die Fusion ist sauber aufgeräumt und es passt alles zusammen. Punktemäßig 135 gibt es. Es gibt 115 aus den ganzen Events. Das heißt, theoretisch könnt ihr den Summon Rush skippen. Das ist das Schöne. Das heißt, wollt ihr sagen, na, ich will die Splitter aber aufheben, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt ein Event von beiden skippen. Das heißt, ihr habt effektiv ein einziges Event. Und persönlich finde ich das sehr, sehr gut. Wie gesagt, den Champion selber im Test gibt diesen Bug, den muss Plarium beheben. Also ohne finde ich das Ganze ein bisschen dezent nicht so verwendbar, wie ich es gerne würde. Zumal ich in den Tests dann nicht das testen kann, was ich wollte. Und zwar, dass man beim Fire Knight den ersten Hit kassieren lassen, um dann mit den Multi-Hits das Schild runterzuhauen. Ist ein bisschen doof gelaufen. Aber dazu kommen wir noch, wenn dann der Bug gefixt wird. Er ist am Plarium weitergeben. Plarium hat das auch intended, dass es nicht passt. Und von daher werden wir, ich sagen, wir warten auf diesen Champ. Also zusammenfassend würde ich sagen, macht die Fusion. Sie ist exklusiv. Den Champ gibt es nicht mehr. Die Fusion ist vom Plan her okay aufgeteilt. Wie die Punkte in Events ist, das weiß ich natürlich nicht. Also wie viele Punkte man benötigt. Aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube nicht, dass sie das Event sich nehmen lassen werden, um die Spieler zu vergraulen. Also von mir eine Empfehlung, macht diesen Champ exklusiv, nimmt man immer mit. Und in dem Fall würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream oder im Video. Bis dann, euer Fabi. Ciao.